Du bist auf der Suche nach einem Filtersystem und bist noch nicht ganz schlüssig, welches du nehmen sollst, dann habe ich vielleicht das Passende für dich. Ja, hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal, der Pfleka Fotografie. Ich habe vor kurzem von K&F das neue Filtersystem, magnetische Rundfilter, zugeschickt gekriegt und durfte das jetzt ausgiebig testen. Ich habe heute Abend extra nochmal Bilder für euch gemacht und habe mir dieses Filtersystem angeschaut und habe mein Fazit dazu gezogen. Als erstes finde ich schon mal sehr, sehr cool. Man kriegt das ganze Filtersystem hier in so einer wunderschönen Tasche. In dieser Tasche ist einmal hier drinnen sind so verschiedene Fächer. Da sind dann eure Magnetfilter drin. Und hier hinten ist so eine Schlaufe dran oder ein Klettverschluss. Könnt ihr dann an den Rucksack oder an den Hosengürtel machen. Und dann habt ihr das Filtersystem dabei. Im Filtersystem selber befindet sich ein Adapterring. Den Adapterring dreht man vorne auf das Objektiv drauf und dann kommen die verschiedenen Filter. In meinem Fall hier in diesem Filtersystem sind dabei einmal ein ND8, einmal ein ND64, einmal ein ND1000 und einmal ein Verlauffilter. Ein Verlauffilter, Rundverlauffilter, super cool für die Landschaftsfotografie, gerade wenn ihr Richtung Sonnenuntergang gehen möchtet. Dieses Filtersystem, habe ich gesehen, kostet 154 Euro aktuell. Ich habe nachher aber auch noch einen Gutscheincode für euch, da gibt es nochmal 5% Rabatt. Mit dem Gutscheincode hacke ich unten in die Kommentare. Fakt ist auf jeden Fall, dieses Filtersystem, ihr schraubt wie gesagt vorne den Adapterring auf und dann könnt ihr die verschiedenen Filtersysteme magnetisch einfach draufsetzen, so wie ihr das braucht. Eine schöne Sache, denn ihr könnt die ganzen Magnetfilter hintereinander, nacheinander weg auf den untersten Filter draufsetzen, welchen ihr zuerst haben möchtet und welchen ihr zuerst haben wollt. Die heben auch relativ gut und setzen sich satt drauf. Also das rastet richtig ein, das zieht sich richtig ran und rastet daher richtig satt ein. Da wackelt nichts und auch beim Transport gehen dann eure ND-Filter nicht verloren. Ich habe jetzt hier einen Verlauffilter mit ND8 dabei, also eine Grauabstufung oben von 8. Das ist so ziemlich eigentlich der Mittelwert, der mittlere Filter für die Sonnenuntergangsfotografie. Damit kann man schon recht viel anfangen. Finde ich cool, dass es den auch als Rundfilter gibt. Auch cool ist, dass sie im Vergleich zu den anderen Rundfiltern geändert haben, dass man jetzt auch bis 16 mm fotografieren kann. Bis 16 mm ist alles möglich. Wir haben keine Vignettierung im Bild bis 16 mm. Erst ab 15, 14 mm kommen die ersten Vignettierungen, werden dann sichtbar und die kriegen wir nachher auch nicht mehr raus. Da müssen wir das Bild dann beschneiden. Aber bis dahin, bis 16 mm, finde ich es ein cooler Kompromiss. 14 mm, 15 mm, ja klar, wenn man 15-35 hat, möchte man die 15 vielleicht auch nutzen, aber nichtsdestotrotz in der Landschaftsfotografie sind 16 bis 20 das Maß der Dinge, wenn man groß weitwinklig fotografieren möchte. Und dann ist es natürlich sehr, sehr cool, dass man da in diese Weite gehen kann. Ich habe auch mal einen Vergleich gemacht mit einem Haida-Filter, den ich noch habe. Und zwar habe ich da einmal den ND1000 von Haida und einmal den ND1000 von K&F Concept.
nebeneinander gehoben, habe die Taschenlampe dahinter gehoben. Also man sieht auch tatsächlich kaum einen Unterschied. Ich habe dann auch noch mal mit dem Haider fotografiert. Einmal als Vergleich ohne Verlauffilter einfach nur den ND1000 drauf, dass man einfach mal sieht, dass die zwei gar nicht so unterschiedlich sind. Ich glaube, ich hatte nur eine Blende, also quasi 5 Sekunden konnte ich länger belichten mit dem Haider wie mit dem K&F. Das ist aber für das Geld wirklich kein Problem, weil wenn man sich überlegt, ein Haider kostet zwischen 40 und 60 Euro und von meinen H&Y-Plattenfiltern magnetisch, übrigens habe ich dazu auch mal ein Review gemacht, könnt ihr hier oben gerne angucken, kein Vergleich, kostet ein Plattenfilter über 100 Euro, also von dem her ein Top-Angebot für das, was das mittlerweile bietet. Vor allen Dingen, schön ist auch, ich habe mir dazu schon andere Reviews angeguckt, was meine Kollegen denn schon zu den Magnetfiltern von vor 2 Jahren gesagt haben. Also K&F hat tatsächlich dazugelernt. Es gibt jetzt eine magnetische Abdeckung, die man sich dazu bestellen kann. Man kann sich auch den Polfilter extra dazu bestellen in der verschiedenen Filtergröße. Man kann sich auch noch den ein oder anderen Filter einfach so dazu bestellen. Allerdings werden hier die Preise dann etwas leichter angezogener. Also hier liegt das Angebot bei 154 Euro und ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, ein Filter kostet dann nachher auch zwischen 30 und 40 Euro und der Polfilter sogar irgendwas um die 55 Euro. Aber Fakt ist auf jeden Fall, man kann jetzt schön nachbestellen und das ist schon mal sehr, sehr schön, denn das konnte man vorher nicht. Es gibt auch das Filtersystem in verschiedenen Größen, angefangen von 55 oder 52 sogar, bis hoch zu 95 kann man sich jetzt dieses Filtersystem bestellen. Je nachdem, was für eine Größe ihr braucht, welches Objektiv ihr nutzt, am meisten nutzt, wo ihr die ND-Filter dann nachher drauf habt, da solltet ihr natürlich schauen, dass ihr auch die passende Größe auswählt. Ihr könnt dann immer noch mit einem Upside-Down-Ring, könnt ihr immer noch verringern und könnt dann immer noch runterfahren. Also solltet ihr definitiv trotzdem irgendwo was mit 82 nehmen, selbst wenn ihr einen 77er habt, und dann könnt ihr immer noch runter reduzieren. Beim Verlauffilter hätte ich mir einzig und alleine gewünscht, dass beim Verlauffilter die Schrift genau in der Mitte gewesen wäre, denn wenn man den ND1000 drauf hat und den Verlauffilter vorne draufsetzt, weil den möchte man ja eventuell verschieben. Ich habe auch hierzu mal ein Bild gemacht, wo ich die Sonne von rechts hatte. Ich musste aber jedes Mal den Verlauffilter kurz wegnehmen und musste immer schauen, wo ist denn der Grauverlaufsbereich, dass ich den auch richtig hindrehen konnte. Wenn man hier aber die Schrift in die Mitte gemacht hätte oder eine Markierung gesetzt hätte, wäre das gar kein Problem. Dann könnte man hier schnell erkennen, wo ist oben, wo ist der Grauverlaufsbereich in der Mitte und wo muss ich hindrehen, dass ich meinen Grauverlaufsbereich dort habe, wo ich ihn haben will. Ansonsten ist das Set relativ schön klein, gut verstaubar, kompakt, bietet wirklich viele Möglichkeiten. Ich habe extrem viele Auswahlmöglichkeiten, wie schon gesagt, ND8, 64, ND1000 und den Grauverlaufsfilter und kann mir jetzt, wie schon angesprochen, verschiedene Filter noch dazu bestellen. Zusätzlich kommt, dass der Hersteller angibt, dass es Nano-X Filter sind, das heißt Nano-X, die sind wasserabweisend und es perlt ab, ich habe es geguckt, es perlt ab. Wir glauben jetzt einfach mal, dass es Nano ist, aber für den Preis Nano-Beschichtung weiß ich nicht so richtig. Aber möglich ist es. Ich will es nicht bestreiten, ich möchte es auch nicht verneinen. Also
Das kann ich leider nicht nachprüfen. Zusätzlich gibt er an, dass es Gorilla-Glas oder H262-Glas ist. Das ist das ganz normale Fensterglas, das wir auch so in den heutigen Häusern haben mit gedämmten Glasscheiben. Das heißt, das ist kratzfest, also es ist nicht hundertprozentig kratzfest, sondern man kann, wenn das Filter mal runterfällt und mal auf einen Stein drauf liegt, dann sollte nicht gleich Kratzer drin sein und sollte auch nicht gleich platzen. Aber ich denke, wenn man natürlich mit einem Schraubenzieher drüber fährt, auch da sind dann irgendwann die Grenzen gesetzt. Das Schöne bei K&F-Konzept ist jetzt auch, dass es ja die variablen ND-Filter, gerade für die Videografie wichtig, gibt, dass man dort jetzt auch die als Magnetfilter bekommt. Auch die kann man jetzt noch zusätzlich dann auf den Magnethalter drauf machen. Übrigens, ihr bekommt bei K&F, wenn ich das richtig gesehen habe, zu jedem Filter, den ihr bestellt, bekommt ihr nochmal einen Ring im Filter, also zum Filter dazu, einen Aufschraubring zum Filter dazu. Das heißt also, ihr habt automatisch jedes Mal, wenn ihr einen Filter zusätzlich bestellt, habt ihr nochmal einen Ring mehr und könnt dann unter Umständen auch nochmal ein zweites Objektiv damit ausstatten und ausrüsten oder eben habt einen Ersatz, falls euch mal einer verloren geht. Auch schön ist, dass man nach wie vor, das war aber schon immer so, auch bei den Vorgängermodellen, dass man die Gegenlichtblende auch wieder aufschrauben kann, während die Verlauffilter drauf sind. Und jetzt eben gibt es zusätzlich, wie vorhin schon erwähnt, eine magnetische Verschlusskappe, die man vorne draufklippen kann. Was ich jetzt leider nicht testen konnte, was schon einige Kollegen von mir vor mir getestet haben mit dem Vorgängermodell, dass wenn man den Polfilter drauf hatte, dass dann angeblich oder sich ersichtlich auch die anderen ND-Filter, die vorne drauf gesetzt wurden, leicht wackelig saßen und man erst oder der Polfilter wackelig saß auf den ND-Filtern, sodass man erst den Polfilter setzen musste und dann die ND-Filter oben drauf. Das konnte ich jetzt leider nicht testen, weil ich den Polfilter leider nicht dazu habe. Aber ich vermute, auch dort wird K&F was dazugelernt haben und wird auch das geändert haben, denn sie sind auf so vieles schon eingegangen, was so viel vorher schon negativ angesprochen wurde, was jetzt positiv wieder hervorsticht. Ich vermute, dass sie das auch geändert haben. Wie gesagt, nagelt mich aber darauf nicht fest. Dies ist nur eine Mutmaßung. Kommen wir also zum Fazit der ganzen Geschichte. Würde ich mir dieses Set selber kaufen und selber bedienen? Ich denke ja, ich würde es mir kaufen, wenn ich nicht schon eins hätte. Und ich würde es auch definitiv benutzen, denn ich finde es für den Anfang und wenn man bei leichtem Budget viel haben möchte, finde ich es einen tollen Kompromiss und ein tolles Angebot und man kann da wirklich echt was draus machen. Also ich muss sagen, ich habe wirklich nur noch kaum negative Sachen festgestellt, bis auf das, dass der Grauverlauffilter keine Markierung hat und die Schrift nicht direkt in der Mitte ist. Ich stehe einfach auf die Plattenfilter, weil ich mit denen einfach ein bisschen mehr variieren kann. Ich kann meinen Grauverlauffilter eben den, wo ich auch beim Sonnenuntergang brauche, einfach besser hoch und runter verschieben und besser variieren. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier bei diesem System. Ich würde es mir kaufen, ich kann es euch empfehlen und ich kann sagen, K&F hat aus seinen Fehlern gelernt und hat definitiv hier ein Produkt auf den Markt geschmissen, das der absolute Game Changer ist. Und deswegen, ja, falls es euch interessiert, könnt ihr da gewissenlos zuschlagen und dass ihr damit tatsächlich auch wirklich schöne und tolle Bilder machen könnt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video oder dieses Review gefallen und ihr konntet aus diesem Review was mitnehmen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst es mir doch einfach einen Daumen nach oben da.
folgt meinem Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Vielleicht habt auch ihr das ein oder andere, wo ihr sagt, hey, Dennis, teste das doch mal für uns. Vielleicht komme ich da ran, vielleicht schreibe ich die Firma mal an, vielleicht kriege ich das auch einfach so mal her, vielleicht kaufe ich es mir auch und teste das doch dann einfach mal für euch. Ja, genau, schreibt es mir einfach unter die Kommentare, wie euch dieses Review gefallen hat, ob es euch was gebracht hat und ob ihr auch schon Erfahrungen damit gemacht habt, ob ihr dieselben Erfahrungen wie ich jetzt gemacht habt oder ob ihr eventuell noch andere negative oder positive Dinge habt, die ich hier eventuell in meinem Review vergessen habe aufzuzählen. In diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Video. Ich hoffe, auch dann seid ihr wieder mit dabei und verbleibe mit schönen Grüßen vom Bodensee. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Tschüss. Bis bald.